Super. Danke für die Einführung. Danke dafür, dass ich hier sein darf, für die Einladung. Mein Name ist Hebert Wolf. Ich arbeite bei der Firma InnoQ. Wir machen im Wesentlichen Softwareprojekte, sind so über Deutschland und die Schweiz verteilt. Ich bin ein bisschen eine Ausnahme. Ich mache eher so Beratung, Consulting, solche Geschichten. Und da ist mein Twitter-Handle, meine Homepage. Ich habe ein paar Bücher geschrieben. Ich habe ein Buch geschrieben über Continuous Delivery. Das ist mittlerweile in der zweiten Auflage auf Deutsch. Ich habe ein Buch geschrieben über Microservices, auch mittlerweile in der zweiten Auflage. Das ist so ein Architekturbuch, was beschreibt, warum man das machen wollte, so ein bisschen auf einer abstrakteren Ebene. Und es gibt auch den Microservices Primer. Das ist so eine Broschüre, dass das nochmal sehr kompakt darstellt. So 40 Seiten. Das Ding ist irgendwie kostenlos. Und das Buch, was ich jetzt als letztes rausgebracht habe, ist das Microservices Praxisbuch. Da geht es eher um Technologien. Also wie setze ich sowas konkret um? Das redet halt so über, ich weiß nicht, so 10 unterschiedliche Ansätze, wie ich halt mit Microservices technisch irgendwie umsetzen kann. Da habe ich das englische Buch jetzt in die zweite Edition gehoben. Und auch da gibt es so eine freie Version, die das ein bisschen sehr kompakt diskutiert. Und die Beispiele sind auch auf GitHub verfügbar. Was wir noch gemacht haben, genau genommen ein paar Kollegen und ich, wir haben die Domain-Driven Design-Referenz von dem guten Eric Evans übersetzt. Eric ist ja derjenige, der Domain-Driven Design so ein bisschen erfunden hat. Und die Domain-Driven Design-Referenz ist Creative Commons, sodass man das halt einfach nehmen kann und damit irgendwas anfangen kann. Und das ist dementsprechend auch frei. Das, was ich heute erzähle, ist teilweise inspiriert von dem, was der ISAQB sagt. Das ist so ein Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, die Qualifikation und auch die Zertifizierung von Softwarearchitekten zu definieren. Ich bin da Mitglied, ein paar Sachen davon bin ich mir nicht sicher, ob tatsächlich alle Mitglieder das genauso sehen, aber sei es drum. Also vielleicht bin ich dann bald nicht mehr Mitglied, aber das sehen wir dann. So, worüber geht's? Es geht irgendwie darum, zu sagen, wie werde ich halt irgendwie ein guter Softwarearchitekt? Und die erste Frage ist eigentlich, was ist so Softwarearchitektur? Und wenn man nicht weiß, was irgendwas ist, hilft es halt vielleicht Wikipedia zu befragen. Und Wikipedia sagt halt, naja, also eine Softwarearchitektur, das sind eben die High-Level-Strukturen meines Systems, was auch ein bisschen intuitiv klar ist, wenn ich eben über Architektur rede, im Gegensatz zu dem, was jemand macht, der halt mauert. Das sind eben Sachen, die größere Strukturen im Häuserbau umfassen. Und in der Software wäre es jetzt analog. So, und die Struktur, das sind irgendwie Software-Elemente, die ich habe, also die einzelnen Bestandteile und die Beziehung dazu, dazwischen und die Eigenschaften von den ganzen Sachen. So, finde ich es jetzt nicht so völlig abwegig. Und das bedeutet jetzt, dass Softwarearchitektur eigentlich eben die Struktur eines Systems ist. Und wenn ich irgendwo hinkomme und mir eine Architektur ansehen soll, dann ist das, was ich typischerweise sehe, eben Boxen, also solche Dinge hier und Pfeile, nicht? Also Pfeile dazwischen. Damit sind wir wieder bei den Elementen und bei den Beziehungen und damit ist jetzt sozusagen erstmal alles gut an der Stelle, nicht? Also das ist das, was man typischerweise sagt, wenn man eine Softwarearchitektur baut. Die übliche Definition von Softwarearchitekturen, die Frage ist halt, ist das alles? Das heißt, wenn wir uns jetzt eben hinstellen und sagen, wir haben halt eine Softwarearchitektur, hier guck mal Boxen und Pfeile, ist das irgendwie eine gute Architektur? Ist das eigentlich eine ausreichende Aussage? So, und dazu will ich halt ein Gedankenexperiment kurz mal durchgehen. Das heißt, wir sagen jetzt, eine Software geht halt nicht in Produktion. Das ist schon mal ein Hinweis darauf, dass irgendwas schiefgegangen ist. Und jetzt ist ja mir die Frage, ob das ein Architekturproblem ist. Und zwar haben wir ein Security-Problem. Wir haben ein Problem der Größenordnung, dass wir eben mit der Compliance-Abteilung, also die Abteilung, die sagt, wie unsere Software und unser System funktionieren soll, sagt, das geht so nicht in Produktion. Und wenn ich mir jetzt die Boxen und Pfeile angucke, dann ist ja mir die Frage, ob ich das da erkennen könnte. Also wenn mir jetzt jemand sagen würde, hier, guck mal, das ist die Architektur, dann bin ich mir sehr unsicher, ob ich sagen würde, oh, guck mal, da ist ein Security-Problem. Auf der anderen Seite würde ich jetzt argumentieren, dass eben das auch keine echte erfolgreiche Architektur ist. Also ein System, das nicht in Produktion geht, manchmal ist das sicherlich das bestmögliche Ergebnis eines Projekts, aber das ist schwer zu sagen, dass das eine erfolgreiche Architektur ist an der Stelle. So, und deswegen sollten wir uns mal vielleicht um andere Definitionen bemühen und so jemand, den man da befragen könnte, ist eben der gute Martin Fowler. Und der sagt halt, naja, Softwarearchitektur, das sind die Sachen, die
wichtig sind und schwer zu ändern. Die Entscheidungen, die wichtig und schwer zu ändern sind. Das finde ich jetzt gar nicht schlecht, weil das bedeutet, dass es erstmal allgemeiner ist. Also wenn wir Boxen und Pfeile haben und eine grobgranulare Struktur, dann ist das vielleicht immer noch Architektur, weil das eben schwer ist, das zu ändern. Aber das gibt eben auch andere Dinge, die vielleicht schwer sind zu ändern und die halt irgendwie wichtig sind, eben nicht nur diese Boxen und Pfeile. Mein Problem mit der Definition, ich finde die eigentlich super, aber wenn man jetzt, also ich mag manchmal so ein bisschen haarspalterisch sein, wenn man halt das haarspalterisch auslegt, würde man eben sagen, okay, an der Stelle, wo ich etwas entscheide, um herauszufinden, ob das eine Softwarearchitekturentscheidung ist, müsste ich die Entscheidung eigentlich ändern, weil wenn sie schwer zu ändern ist, nur dann ist sie halt eine Softwarearchitekturentscheidung. Und ich finde das halt ein bisschen schwierig, weil das eben nicht so völlig konstruktiv ist. Also in dem Sinne, dass ich jetzt irgendwie schwer sagen kann, das ist wirklich eine Softwarearchitekturentscheidung im Vorhinein. So, und deswegen bin ich zu meinem dem Versuch einer eigenen Definition gekommen, die auch, also zugegebenermaßen auch nicht so super ist, aber immerhin, ich würde eben sagen, das ist der Versuch, eine technische Lösung zu finden für das Problem, was ich gerade habe. Diese Definition hat das offensichtliche Problem, dass sie halt nicht softwarespezifisch ist. Nicht? Also das passt halt auf jede Art von Ingenieurswissenschaft. Wenn ich halt sage, ich habe irgendwie ein Problem und ich will das technisch erschlagen, das ist eigentlich Ingenieurswissenschaft im Allgemeinen. Ist eben meine eigene Definition, die ist relativ breit. Und das Erste, was sich daraus ergibt, ist, ich muss eigentlich das Problem verstehen. Und eigentlich wollte ich in diesem Talk in allererster Linie, es geht ja um Softwarearchitekten, auf so softe Sachen eingehen und eben auf Soft Skills, weil ich glaube, dass diese Sache eigentlich das Wichtigste ist. Aber ich konnte da nicht widerstehen und irgendwie auch zu diesem Thema noch was sagen. Und ich finde es eben tatsächlich wichtig. Bei mir passiert es relativ selten, dass jemand sagt, guck mal hier, das ist die Softwarearchitektur und übrigens, das ist das Problem, was wir lösen wollen. Also eigentlich würde ich mir ja wünschen, dass am Anfang steht, das ist irgendwie das Problem, was wir lösen wollen mit dieser Architektur. Und dann kommt irgendwie eine Architektur, weil wenn man sagt, hier ist die Architektur, finde ich die schwer bewertbar, ohne dass ich das Problem kenne. Und hilfreich wäre es eben auch, das Problem erstmal zu verstehen. So, und da gibt es Dinge, die wichtig sind, meiner Ansicht nach sehr wichtig und die halt irgendwie ein Schattendasein führen. Und das ist das Thema mit den Qualitätsattributen und dem Qualitätsbaum. Der ist relativ umfänglich und breit. Ich habe irgendwie einen Teil davon mitgebracht und da ist zum Beispiel die Zuverlässigkeit. Also ich möchte, dass meine Software zuverlässig ist. Das könnte jetzt also eine Anforderung sein, die halt jemand hat. Und zu dem Thema Zuverlässigkeit gehört die Verfügbarkeit. So, das ist etwas, was man manchmal noch sieht. Nicht? Also ich habe 99,9% Verfügbarkeit. Wenn man das runterrechnet, das ist irgendwie 1 Promille pro Jahr. Das sind also pro Jahr bei 365 Tagen sind das so ungefähr 0,4 Tage. Das sind also, wenn ich mich nicht irre, sowas bei 8 Stunden oder sowas, die das System ausfallen kann. So, wenn ich also 99,9% Verfügbarkeit haben will, könnte ich eben sagen, okay, hör mal zu, es ist jetzt 9 Uhr morgens, ich lasse jetzt das System für 8 Stunden ausfallen. Und dann habe ich ja das Budget für den Tag verbraucht, für das Jahr verbraucht. Ist das jetzt adäquat? Vielleicht eben nicht. Und das ist eben genau das, was uns jetzt dieser Qualitätsbaum beschert. Der sagt uns halt, die Zuverlässigkeit eines Systems ist nicht nur die Verfügbarkeit, sondern es geht auch darum, wie es mit bestimmten Ausfällen zurechtkommt. Also wenn ich sage, ein Server fällt aus, was passiert bei dem System? Ist es irgendwie so, dass das System dann komplett nicht verfügbar ist oder soll es eingeschränkt verfügbar sein? Dürfen beispielsweise keine Daten verloren gehen? Ist das vielleicht wichtig? Wie schnell läuft das System wieder an? Das ist genau diese Geschichte mit den 8 Stunden. Ich könnte jetzt dort eben sagen, okay, das System muss eben innerhalb von 2 Stunden oder was auch immer wieder verfügbar sein. Oder vielleicht irgendwie auch das Gegenteil. Und es soll irgendwie reif sein. Also wie stark reagiert es eben noch auf Herausforderungen? So, und das ist jetzt eine Sache, die ich halt ähnlich bei Security haben kann. Also wenn wir halt über Security reden, dann kommt sehr schnell
Und das ist auch ein fundamentales Problem für mich, relativ schnell eine Lösungsdiskussion. Also es wird irgendwie gesagt, ja, wir machen halt SSL und Benutzeraccounts und all diese ganzen Geschichten. Aber wie gesagt, wir wollen ja erstmal das Problem verstehen. Und da gibt es halt zum Beispiel im Bereich Security sowas wie Non-Repudiation. Das ist die Nicht-Abstreitbarkeit. Das ist auch ein Sicherheitsmerkmal. Also in diesem System ist gewährleistet, dass an der Stelle, wo ich eine Überweisung mache, drin steht, gerichtsfest, nachweisbar, der hat eine Überweisung gemacht. So, und das ist etwas anderes, das muss ich halt irgendwie sicherstellen. Und ich muss es vielleicht so sicherstellen, dass auch jemand, der halt ein Administrator dieses Systems ist, nicht das System so manipulieren kann, dass eben da anschließend der Eindruck entsteht, ich hätte eine Überweisung gemacht. Keine Ahnung, wäre halt denkbar, wäre also etwas, was dann vielleicht vor Gericht so sein muss. Und weitere Themen. So, dann gibt es irgendwie Wartbarkeit und irgendwie viele, viele weitere Sachen. Dieser Qualitätsbaum, wenn man ihn vollständig hat, hilft er einem zu schauen, ob man eben tatsächlich alle Aspekte sich angeschaut hat und eben bei allen Aspekten verstanden hat, was eigentlich gefordert ist. Das ist ein ISO-Standard und ich würde jetzt argumentieren, von den Dingen, die da jetzt vorne stehen, die Struktur meines Systems hilft wahrscheinlich nur für Wartbarkeit. Also bei Sicherheit, Zuverlässigkeit finde ich schwer, dass diese Box und Pfeile irgendetwas dort beeinflussen. So, das heißt also, wenn ich halt das Problem verstehen will, sollte ich erstmal die Qualitätsattribute verstehen. Und das gibt mir einen gesamten Überblick, einen vollumfänglichen Überblick über die Qualität meines Systems, darüber, was dieses System also tun soll. Und darüber kann ich die wichtigen Eigenschaften des Systems erstmal identifizieren. Und das ist, also mich ist halt etwas, was ich bei einem Architektur-Review eigentlich gerne als erstes fragen würde. Nicht? Was sind eure Hauptherausforderungen? Man kann auch nach den Risiken fragen. Was sind eure Hauptrisiken? Wie habt ihr darauf reagiert? Solche Geschichten. Das Problem dabei ist auf der anderen Seite, dass das etwas ist, was High-Level ist. Also wir sagen, also nicht, wir gucken uns im Prinzip in die Augen und sagen, hör mal zu, Sicherheit, Non-Repudiation, was auch immer, das ist irgendwie wichtig. Ja, habe ich verstanden, ist wichtig. Aber es ist jetzt irgendwie schwer, das zu verifizieren. Also es gibt so Sachen, die finde ich persönlich erstmal sehr schwer zu verifizieren, wenn ich zum Beispiel sage, das System soll benutzerfreundlich sein. Ja, ist doch benutzerfreundlich. Ich komme super damit zurecht. Nicht? Also VI, benutzerfreundlich, ich komme super damit zurecht. Das ist etwas, worüber man durchaus diskutieren kann. Nicht? Andere Leute finden das vielleicht irgendwie nicht benutzerfreundlich. Und das ist etwas, was wir dort also noch nicht haben. Das heißt, wir wissen vielleicht, was wichtig ist, aber wir wissen nicht, wie wir das verifizieren können. Das sollten wir aber eigentlich haben. Und dafür gibt es Qualitätsszenarien. Qualitätsszenarien sind so, dass ich sage, ich habe irgendein Event, der halt passiert. Da gibt es unterschiedliche. Es gibt Benutzbarkeit, es gibt Änderungsevents oder Ausfälle. Die wirken auf das System ein. Und dann sage ich, dieses System soll in irgendeiner Art und Weise sozusagen abrechenbar reagieren. So, und dann ist es verifizierbar, wenn ich nämlich das System diesem Event aussetze und es verhält sich so, wie die Metrik angibt, dann habe ich das Ziel erreicht. Das ist jetzt abstrakt. Wie sieht sowas konkret aus? Naja, wenn wir das eben haben, dann werden wir genau sagen, was irgendwie los ist. Und wir haben dort auch die Möglichkeit, das tatsächlich zu verifizieren anhand der Metriken. Das heißt, wir können jetzt uns ein Szenario überlegen, also zum Beispiel ein Benutzungsszenario. Ich brauche einen Stimulus. Ein neuer Benutzer registriert sich. Gut, ich brauche eine Metrik. Nur einer von 1000 Benutzern ruft die Hotline an. Es ist relativ einfach, diese Metrik zu erfüllen. Ich biete keine Hotline an. Aber ansonsten ist es eben so, wenn ich das jetzt eben ernst meine und halt tatsächlich eine Hotline habe, dann habe ich damit genau eine Benutzbarkeit des Systems quantifizierbar gemacht. Also ich würde sagen, dass eben das bedeutet, dieses System ist irgendwie benutzbar. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob das jetzt besonders viel oder wenig ist, aber es ist auf jeden Fall ein Maß für die Benutzbarkeit. Die andere Sache, die dabei wichtig ist, das habe ich zumindest einmal in einer länglicheren Diskussion gehabt, das ist kein Abnahmekriterium. Nicht? Also ein Abnahmekriterium ist das sicher nicht, weil
ich kann nicht als Abnahmekriterium definieren, dass eben einer von 1000 Benutzern nur die Hotline anruft, weil ich das sozusagen nicht vorher verifizieren kann, ohne dass das System in Produktion ist. Ich würde mich darauf nicht als Abnahmekriterium einlassen, aber wir wissen, was die Erwartungshaltung ist. Und wir wissen, auch wenn wir vielleicht die formalen Abnahmekriterien erledigt haben und der Benutzer die Software halt nimmt und in Produktion gibt, wenn wir das nicht erledigen, haben wir halt nicht die Erwartungshaltung des Benutzers oder des Auftraggebers an der Stelle erfüllt und dann werden wir uns wahrscheinlich beim nächsten Mal um einen anderen Job bemühen müssen. Nicht? Also wir wissen, wo es hingeht. Es ist nur so, dass wir es vielleicht nicht als Abnahmekriterium nutzen können. So, und jetzt ist die Frage, das ist schon mal, also wenn ich sowas habe, finde ich das schon mal super, nicht? Das ist verifizierbar. So, und was jetzt als nächstes passieren sollte, wäre, dass ich mir jetzt irgendwie überlege, wie kann ich das denn einhalten? Also wenn ich jetzt der verantwortliche Architekt wäre, würde ich mir jemanden dazu holen, der wirklich Ahnung davon hat, also voraussichtlich ungleich mir, und vielleicht eben solche Tests vorab machen. Also irgendwie sagen, okay, hör mal zu, registrier dich mal und wenn du eine Frage hast, ich bin hier direkt neben dir. So, und wenn der tatsächlich fragt, weiß ich, ich habe möglicherweise verloren, weil dann wird er eben im wirklichen Leben möglicherweise zum Telefonhörer greifen. Das ist sicher keine klassische Architekturarbeit. Also ich stehe jetzt nicht da und sage Boxen, Pfeile, Framework, sondern ich sorge halt dafür, dass das Problem eben an dieser Stelle irgendwie lösbar ist. Ich fühlte mich ein bisschen schlecht, als ich die Folie gemalt habe, weil da oben sind jetzt zwei Optionen. Und eigentlich möchte ich immer viele, viele Optionen haben. Das heißt, was ich jetzt irgendwie noch machen würde, wäre eben tatsächlich, wenn das eine Anforderung wäre, versuchen mit jemandem zu reden, der irgendwie mehr Ahnung davon hat. Vielleicht kann man auch mit Benutzern Interviews führen, was weiß ich. Also ich würde dort irgendwie darauf achten, dass wir halt mehr Optionen haben und dass wir dort eben jemanden involvieren. Gut, das wäre also ein Benutzungsszenario. Jetzt gibt es das Änderungsszenario. Also wir möchten gerne eine neue Sprache unterstützen oder ein neues Local. Die Metrik ist, es darf keine Code-Modifikation dafür notwendig sein und es soll 2 Tage dauern. Das ist Wartbarkeit und zwar genau genommen die Änderbarkeit. Und auch keine absurde Anforderung. Nicht? Also sowas ist halt durchaus etwas, was in einem Projekt passieren kann. Und da werde ich jetzt wahrscheinlich eine Konfigurationsdatei machen für die Sprache, dass ich eben sage, okay, wenn ich halt das jetzt in Deutsch habe und ich will es halt übersetzen in, weiß ich nicht, Arabisch oder Englisch oder Französisch, dann habe ich eben eine Datei, da stehen die Übersetzungen drin. Da muss ich mir noch vielleicht darüber Gedanken machen, ob das eben von rechts nach links oder von links nach rechts geschrieben wird und oder von oben nach unten oder wie auch immer. Also Layout wäre vielleicht noch ein Thema. So oder so, die Codequalität ist auf jeden Fall irrelevant. Also wir haben ein Änderungsszenario, bei dem die Codequalität egal ist. Nicht? Also ich gebe halt eine andere Konfigurationsdatei rein und sage, hier, das ist die Konfigurationsdatei, es soll keine Codeänderung geben, keine absurde Anforderung. Das heißt, die Codequalität ist an dieser Stelle egal. Ich reite deswegen darauf rum, weil halt meist gesagt wird, ja, änderbare Software muss halt hohe Codequalität haben. Hohe Codequalität ist sicher richtig, aber in diesem Fall ist es halt echt irrelevant. So, und dann gibt es ein Ausfallszenario, also ein Server crasht halt, stürzt ab. So, und die Aussage ist, das System soll und darf nicht verfügbar sein für 2 Stunden, aber insbesondere dürfen keine Daten verloren gehen. Müsste man nochmal genau hinschauen, was das eigentlich genau bedeutet. Da sind wir also jetzt bei der Zuverlässigkeit und dort bei der Ausfallsicherheit. Wenn also etwas ausfällt, dann soll das System so reagieren. Was bedeutet das jetzt? Ich könnte zum Beispiel irgendwie versuchen, das mit einem RAID zu machen oder NAS oder ein SAN, wo ich halt irgendein Storage-Device habe, was mir eine hohe Zuverlässigkeit bietet, dass Daten nicht verloren gehen. Ich könnte Backups machen. Wenn ich 2 Stunden habe, kann ich vielleicht innerhalb von 2 Stunden was wieder einspielen. Ich könnte ein zweites Rechenzentrum an einer anderen Stelle haben. Ich habe irgendwie heutzutage die Cloud. Das heißt, in der Cloud kann ich eben in Frankfurt und weiß ich nicht, irgendwo in New York Server anbieten. Das heißt, ich kann eben mich dadurch absichern und ich brauche nicht unbedingt ein Cluster. Wahrscheinlich würde ich vielleicht doch ein Cluster bauen, weil ich mir nicht sicher wäre, wie ich sonst innerhalb von 2 Stunden Server
neu dahingestellt bekomme, aber es ist nicht zwingend. Es ist ja gerade nicht so, dass das System innerhalb von 10 oder 5 Sekunden wieder oben sein soll, sondern die Aussage ist 2 Stunden. Das heißt, ich kenne jetzt meinen Spielraum. Ich habe übrigens einmal in einem Projekt gesessen, da haben wir auch die Frage gestellt, also was passiert, wenn das System ausfällt? Und da war halt die Aussage, naja, also wir können uns halt behelfen mit Zettel und Bleistift für, ich glaube, die Aussage war mehrere Tage, nicht? Und da muss ich jetzt nicht unbedingt ein Cluster hinstellen. Das ist halt nicht unbedingt notwendig. So, die Lösung muss jetzt Probleme lösen. Wenn wir also diese Szenarien haben, dann habe ich dort Lösungen skizziert. Die Sachen, die ich halt häufig sehe als, das machen wir jetzt, um eine gute Architektur zu bekommen. Also hohe Codequalität, eine saubere Architektur, ein skalierbares System, irgendein Framework, irgendeine Sprache. Nichts davon löst irgendeins dieser Szenarien. So, das heißt also, es passiert mir halt tatsächlich manchmal, dass irgendwie nicht, dass halt gesagt wird, hey, hier sind unsere Qualitätsanforderungen, hier sind die Qualitätsszenarien, hier sind die Risiken und übrigens, wir haben eine skalierbare Lösung gebaut. Das ist keine deiner Anforderungen. Warum? Weil wir eine skalierbare Lösung brauchen. Nein, steht da nicht. Also nicht, ist ja fein, wenn ihr halt eine skalierbare Lösung euch sozusagen in den Schoß fällt, aber das ist nicht eine Antwort auf eine der Herausforderungen, die ihr dort habt. Ich habe halt manchmal das Gefühl, dass das sozusagen eine implizite Anforderung ist, die halt irgendwie immer angenommen wird. Finde ich halt schwer. Nicht? Also ich meine, ich finde es halt okay, wenn man eine skalierbare Lösung baut, dann hat man an bestimmten Stellen halt gewonnen, aber es ist eigentlich wichtiger, das Problem zu lösen. Wenn ich das Problem analysiert habe, sollte ich eben Maßnahmen haben, die das Problem lösen. Das ist also die Geschichte, die ich sozusagen konkret als Technik mitgeben wollte. Das sind irgendwie auch Sachen, die so aus dem ARC 42 und dem ISRQB-Sachen sich eigentlich ergeben. Im Foundation-Level-Training wird das eben auch diskutiert. Ich glaube, das ist eigentlich ein ganz wichtiger Kern, für mich wichtiger als Boxen und Pfeile. So, und jetzt kommt so ein bisschen zu der Bruch. Also, wir haben irgendwie noch ein anderes Thema. Und das andere Thema ist, naja, wie soll ich mich denn jetzt als Architekt eigentlich verhalten? Also es gibt halt traditionelle Architekturauffassungen und eben moderne Architekten. Und ich habe auf der ersten Folie einen traditionellen Architekten mitgebracht, leicht zu identifizieren an der Krawatte. Und für jemanden, der traditionell Architektur betreibt, ist wahrscheinlich die Aussage, ich bin ein Softwarearchitekt, am Ende eben ein Jobtitel, nicht? Also ich habe eine Visitenkarte. Auf meiner steht das nun zufällig gerade nicht drauf, aber da steht irgendwie vielleicht Softwarearchitekt drauf und das ist eben im Wesentlichen mein Titel. Der moderne Architekt, würde ich argumentieren, ist eben die Person, die Architektur macht. Und wir haben gerade eben gesehen, es gibt eben architektonische Entscheidungen, die halt irgendwie an allen möglichen Stellen getroffen werden. Also wenn ich jetzt mal ernsthaft sage, dass die Konfiguration, die Sprachkonfiguration in einer Datei eine Architekturentscheidung ist, dann ist das etwas, was wahrscheinlich jemand, den man üblicherweise als Programmierer bezeichnen würde, wahrscheinlich so eine Person eigentlich tut. Und deswegen ist es eigentlich eher eine Rolle. Also es sind unterschiedliche Leute zu unterschiedlichen Zeitpunkten und es ändert sich über die Zeit. Und das können Leute sein, die halt den Titel Softwarearchitekt haben oder eben Leute, die offiziell irgendwie Entwickler oder so sich schimpfen, weil eben eine Vielzahl von technischen Entscheidungen von solchen Personen getroffen werden. Gut, das ist also ein erster Unterschied. Ich würde halt sagen, auf der einen Seite ein Jobtitel und etwas, was eben mit einer Person identifiziert wird, auf der anderen Seite eine Rolle, was sozusagen flexibler ist, weil es eben über die Zeit sich ändert. Was haben wir noch? Traditionelle Architekten haben manchmal häufig die Anforderung an sich, die erfahrenste technische Person im Projekt zu sein. Nicht abwegig, nicht? Also das sind, Architekturentscheidungen sind wichtige, schwerwiegende Entscheidungen mit weitreichenden Konsequenzen. So eine Person sollte idealerweise solche Entscheidungen treffen. Ich finde das ehrlich gesagt schwierig. Also wenn ich jetzt in ein Projekt reingehen würde und sagen würde, ich bin der Architekt und ich bin übrigens die erfahrenste Person, hätte ich halt die Hoffnung, dass das in einigen Bereichen stimmt, aber sicher nicht in jedem Detail. Also wenn ich mich hinstellen würde und sagen würde, ich weiß alles besser als alle anderen in dem Projekt, das ist eine mutige Aussage, so oder so. Auch für die verschiedenen Technologien. Es gibt Technologien, von denen ich nicht wirklich eine Ahnung habe und das geht, glaube ich, vielen Leuten so. Das heißt, ich habe dort eine unrealistische Erwartung an mich selbst und auch
Also ich kann das nicht erfüllen. Es gibt erstaunlicherweise Leute, die eben tatsächlich versuchen, diese Idee von sich selbst zu erfüllen. Ich weiß nicht, wie man das hinbekommen sollte. Und wenn ich dann irgendwie noch sage, und alle wichtigen Entscheidungen treffe ich, dann setze ich mich halt einfach unter erheblichen Druck, weil ich irgendwie sage, naja, nicht? Also wenn hier was schief geht, meine Schuld. Ich habe alle wichtigen Entscheidungen getroffen, per Definition. Und das kann man halt tun, wenn man halt eine entsprechende Persönlichkeitsstruktur hat, aber ich finde das schwierig. Also warum sollte ich diese Rolle eigentlich spielen wollen? So, das ist die eine Seite dieser Medaille. Die andere Seite dieser Medaille ist, wenn ich mich hinstelle und sage, in diesem Projekt bin ich die erfahrenste Person in allen technischen Belangen, das ist eine ziemlich traurige Angelegenheit, um ehrlich zu sein, denn das bedeutet, dass ich eigentlich nicht mehr weiterlernen kann. Und wenn das tatsächlich so wäre, ich wüsste nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es solche Situationen ernsthaft gibt, dann würde das eigentlich dazu führen, dass ich mir einen anderen Job suchen sollte oder ein anderes Projekt. Das bedeutet, dass ich eigentlich die technische Expertise des gesamten Teams nutzen sollte. Also eben mit den anderen zusammenarbeiten und am Ende eben auch das Team eigentlich weiterentwickeln sollte. Es macht keinen Sinn, dass ich mich hinstelle und sage, ich weiß das irgendwie, sondern ich sollte halt umgekehrt sagen, ich weiß eben nicht alles und ich sollte dafür sorgen, dass andere Leute eine bessere Expertise haben, weil das meine und unsere Fähigkeit, Probleme zu lösen und eben erfolgreich in dem Projekt zu sein, verbessert. So, das ist also diese Geschichte mit dem, mit der seniorigen technischen Person. Was ist noch so ein Thema? Also, das ist, glaube ich, durch ja, eine bestimmte Umgebung geprägt, wo tatsächlich eigentlich die Aussage war, wir wollen in der Organisation Leute haben, die irgendwie dafür sorgen, dass diese Systeme erfolgreich umgesetzt werden und dass die irgendwie dafür sorgen, dass das, was dort irgendwie definiert wird als Architektur, dass das eben auch umgesetzt wird. Und dazu müssen sie eben das gesamte System auf einer bestimmten Ebene verstehen. Fangen wir an mit dem Verstehen des gesamten Systems. Also die Aussage ist, der Architekt sollte das gesamte System verstehen. Wenn man mich jemand fragt, was irgendwie die Herausforderung ist bei Softwareentwicklung, also so wie wir sie betreiben, es gibt ein paar Ausnahmefälle, aber die, so wie wir das halt typischerweise betreiben, dann ist die Hauptherausforderung, dass die Systeme, die wir bauen, zu groß für eine Person sind. Es gibt Ausnahmen, nicht? Also was mir einfällt, sind so unabhängige Spieleentwickler. Das sind irgendwie, ist halt eine Person, die baut irgendetwas und verkauft es halt in einem Shop. Das ist auch irgendwie total, ist halt auch super und da kommen auch gute Ergebnisse bei raus. Die Projekte, die ich sehe, sind Projekte, an denen viele Leute sitzen. Das bedeutet eigentlich, dass wir schon in einem Paradox sind. Wir können nicht auf der einen Seite sagen, wir haben viele Leute in diesem Projekt und auf der anderen Seite haben wir jemanden, der das Projekt vollständig versteht. Das geht irgendwie nicht. Also eins von beiden kann eigentlich nur funktionieren. Wenn ich das also ernst meine, muss ich eigentlich die Expertise des gesamten Teams benutzen. Und für mich, also ich habe das hier versucht zu visualisieren, für mich ist es eben so, dass jeder von den Leuten aus dem Team irgendwie einen Teil von dem System versteht. Eben den Teil, in dem diese Person insbesondere arbeitet. Da gibt es dann so Schnittmengen, wo mehrere Leute irgendetwas verstehen. Und was ich jetzt eigentlich als Architekt machen muss, zwangsläufig ist, mit den Personen reden, um herauszufinden, wie nun das System irgendwie aussieht. Weil alleine kriege ich es halt nicht hin. Also es ist sicherlich nicht schädlich, in den Code zu gucken, aber es ist vielleicht, also ich würde sagen, es ist eigentlich wichtiger, mit den Personen zu reden. So, die andere Sache ist, dass der Architekt, also der traditionelle Architekt, jetzt sagt, okay, ich definiere mal die Architektur, also ich mache alle wichtigen Entscheidungen und ich setze dann diese Architektur durch. Das können wir uns jetzt mal anschauen und versuchen mit so agilen Vorgehensweisen, die ja heutzutage das sind, wie wir eigentlich arbeiten sollten, mit agilen Vorgehensweisen mal kurz schauen, ob das da halt irgendwie zu passt. Also eine agile Vorgehensweise, da gibt es ja mit zum Beispiel Scrum. Scrum hat einen Product Owner, der hat halt den vollständigen fachlichen Durchblick und definiert Stories und kann die entsprechend priorisieren. Gibt also Stories an das Team. Das Team ist selbst organisierend und implementiert diese Stories in einer eigenen Organisation.
So, und dann gibt es den Scrum Master, der hat dafür sorgt, dass die Hindernisse auf dem Weg beseitigt werden und dass die Regeln von Scrum eingehalten werden. Da gibt es keinen Architekten. Das ist eine erstmal triviale Aussage. Und wenn man dann weiter, also was ja noch nichts heißt, also es gibt irgendwie ein Team, es könnte jetzt sein, dass wir halt sagen, okay, in dem Team gibt es halt den Architekten, alles ist wieder gut. Wir haben aber ein selbstorganisierendes Team. Und wenn wir dort eine Person haben, ist das eben nur ein weiteres Mitglied des Teams. Und ich würde argumentieren, dass es da nicht die Möglichkeit gibt, sozusagen eine Architektur durchzusetzen. Also das Wort durchsetzen impliziert ja, dass ich dort eben Kontrolle ausübe über andere Leute. Und das ist irgendwie nicht das, wie das Team arbeiten soll. Das Team soll eben selbstständig, organisiert, durch den Scrum Master moderiert, entscheiden, wie es arbeitet. Das heißt also an der Stelle, wo ich mich jetzt tatsächlich als Architekt mit diesem Rollenverständnis in das Team hinstelle und sage, das machen wir so, sollte der Scrum Master halt sagen, nein, wir schauen, was das Team insgesamt sagt, wie wir es machen. Und es ist nicht so, dass du es definierst. Weil das ist eben nicht die Idee. Die Idee ist Selbstorganisation, dass das Team das entscheidet. Und das führt irgendwie zu der Frage, also durchsetzen ist schon mal schwierig. Jetzt wäre irgendwie noch die Frage, wie kann ich sie definieren? Also ich müsste jetzt sagen, so machen wir das. Der würde jetzt irgendwie sagen, ich definiere halt die Architektur, ich setze sie durch. Aber wir haben vorhin schon darüber diskutiert, dass die Systeme, die wir bauen, so groß sind, dass sie eben eine Person nicht verstehen kann, sodass es eben ohne weiteres passieren kann, dass irgendwie nicht mehr klar ist, ob das, was dort definiert worden ist, wirklich so umgesetzt worden ist, weil diese Person eben nicht das gesamte System verstehen kann. Und das bedeutet, dass ich auch wieder in einer paradoxen Situation bin. Ich kann halt an der Stelle, wo ich mich jetzt hinstelle und sage, das machen wir so, und dann versuche ich halt eine Erfolgskontrolle durchzusetzen. Das kann ich halt versuchen, aber ich kann eben nur so viel sozusagen kontrollieren und durchsetzen, sodass die Frage ist, ob ich eben alles sehe. Und das führt irgendwie zu der Frage, was ist eigentlich das, was ich da gerade durchsetze? Und das ist, glaube ich, so eins der Kernprobleme, also bis hin dazu, dass ich glaube, dass eigentlich der Titel Softwarearchitekt aus diesem Grunde einen problematischen Ruf hat. Das ist halt der Elfenbeinturm. Also das ist tatsächlich nicht der Elfenbeinturm, das ist halt eine Kirche die Kirche in Reykjavik. Ich fand die nur besonders schön, also das ist halt so ein weißes Ding und als Elfenbeinturm nützt das vielleicht was. Das bedeutet halt, nur weil ich jetzt als Architekt dastehe und denke, ich mache halt irgendeine Architektur, bedeutet das noch lange nicht, dass das irgendeinen Einfluss hat. Das ist genau das, was dieses Elfenbeinturm-Metapher sagt, nicht? Ich sitze in meinem Elfenbeinturm, ich bin entkoppelt von der realen Realität, zwangsläufig, weil ich kann nicht das gesamte System angucken. Dadurch komme ich möglicherweise in eine Welt, wo ich halt Entscheidungen treffe, die mit dem realen System eben nichts mehr zu tun haben. Und dann ist meine Arbeit im Prinzip irrelevant. So. Und es kann eben sein, dass die Fragen, die Probleme, die halt da sind, dass diese Information darüber halt bei mir falsch ist und dass auch das Durchsetzen eine Illusion ist. Und an der Stelle bin ich dann sozusagen geliefert, nicht? Also wenn ich mich hinstelle und sage, ich weiß eigentlich nicht genau, was die Probleme sind, ich weiß nicht, ob die Lösungen, die ich halt mache, tatsächlich umgesetzt werden, dann wird es halt an irgendeiner Stelle sehr schwierig. So, und das ist eben genau das, was dieses Elfenbeinturm-Architektentum eben auszeichnet und was eben dort zu den erheblichen Schwierigkeiten geführt hat. Wie machen wir es dann? Ich würde sagen, dass wir eigentlich dann als Softwarearchitekt uns hinstellen müssen und sagen müssen, okay, was sind eure Probleme? Und das Beste, was einem passieren kann, ist eigentlich, wenn jemand halt durch die Tür kommt und sagt, hey, kannst du mir hierbei helfen? Dann weiß ich, dass dort ein reales Problem ist, dass es wert ist, sich halt irgendwie anzuschauen. Und ich kann auch sicher sein, dass das, was ich als Lösung definiere, dort eben auch hilft. Dann sollte ich, wenn ich irgendetwas entscheide, über diese Entscheidung mir Feedback einholen. Ich würde das so machen. Ist das gut oder schlecht? Und halt irgendwie schauen, was da irgendwie das Feedback ist und die Entscheidung entsprechend kommunizieren. Und für mich ist dabei auch wichtig, dass
man da halt immer wieder Überraschungen erlebt. Also ich kenne halt Situationen, in denen eben das, was ich sozusagen im Buch schreibe, eben genau eben anders ist in einem konkreten Projekt aus irgendwelchen Gründen und andere Dinge halt funktionieren. Und damit würde ich halt gerne leben, nicht? Also wenn dort etwas funktioniert und dort eine Problemlösung gefunden worden ist, die funktioniert, macht es wenig Sinn, sich hinzustellen und zu sagen, nee, das solltet ihr aber anders machen, weil eigentlich kann das so gar nicht funktionieren. Das macht keinen Sinn. Das bedeutet, ich moderiere eigentlich und ich setze auch nicht unbedingt irgendetwas durch. Ich muss gestehen, dass ich mittlerweile so weit bin, dass ich das Gefühl habe, dass in den Projekten Dinge umgesetzt werden, die ich definitiv so nicht machen würde. Sie scheinen zu funktionieren, dann ist es halt irgendwie okay. Das hat irgendwie zur Folge, dass viele von den Sachen, die halt in den Projekten passieren, eben weit entfernt sind von dem, wie ich es mir eigentlich vorstellen würde. Aber ich will halt reale Probleme lösen. Ich will nicht mein Ästhetikempfinden befriedigen. Das macht keinen Sinn. Das kann ich halt an anderen Stellen tun. Ich sollte meine Expertise nutzbar machen. Das heißt nicht, also aus meiner Sicht folgendes, aus den Gründen, also Begründungen sind aber auch wichtig. Ich sollte eben den Leuten helfen, aber eben nicht unbedingt steuern. Das ist, glaube ich, etwas, was generell für Selbstorganisation gilt. Also ich kann nicht in einer Selbst Also das ist eigentlich aus den Begriffen schon klar. Wenn ich halt eine selbstorganisierende Einheit habe, kann ich mich nicht hinstellen und sagen, wir machen das. Sondern ich kann irgendwie nur sagen, okay, was wollen wir denn jetzt tun und versuchen zu sagen, aus meiner Sicht sollten wir Folgendes tun. Sonst durchbreche ich eben die Selbstorganisation. Und das führt eben dazu, dass ich mir die Expertise des gesamten Teams anschauen sollte. Und wenn ich das tue, habe ich zum einen hoffentlich bessere Ergebnisse, weil ich eben mehr Expertise da drin habe. Das ist das Ergebnis davon, dass ich nicht unbedingt derjenige bin, der alles am besten weiß. Und am Ende wird eben die Entscheidung auch tatsächlich umgesetzt, weil ich ein anderes Buy-in habe. Wenn ich mich hinstelle und sage, hey, hört mal zu, ich habe das mal kurz entschieden mit meiner überlegenen technischen Ahnung, folgendes ist die richtige Lösung, dann wird das nicht unbedingt dazu führen, dass alle sagen, ja, stimmt, gut, dass du das sagst, sondern das wird möglicherweise eben zum Gegenteil führen, insbesondere dann, wenn ich das Problem nicht richtig verstanden habe. Und damit habe ich eben diesen Elfenbeinturm eigentlich an der Stelle abgeschafft. Das ist eben so, dass ich eigentlich sage, okay, man muss mit dem Team kommunizieren und mit ihm zusammenarbeiten. Und ich würde sagen, dass so ein bisschen die Metapher dafür ist für mich ein kollaboratives Spiel. Also es gibt dieses Spiel Pandemie, heißt das. Ich habe ja irgendwie die englische Version rausgekramt. Und bei Pandemie ist es eben so, dass man eben versucht, den Ausbruch einer Pandemie zu verhindern. Das heißt, der Untergang der Menschheit wird dort als ein Verlust des Spiels gewertet. Und da ist es eben so, dass man verschiedene Rollen hat. Also ich glaube, die Person da vorne ist die Wissenschaftlerin und die kann eben besonders gut Gegenmittel gegen irgendwas finden. Da hinten ist irgendwie so ein Logistiker, da kann irgendwie Leute durch die Gegend schicken. So, und das Ergebnis von solchen Spielen, und deswegen finde ich es ja irgendwie auch ganz gut, ist dieser Kommunikationsfokus und dass alle die ganze Zeit eigentlich versuchen, gemeinsam ein Ziel zu erreichen. Also es ist normalerweise in vielen Spielen so, dass man sagt, ich bin dran, ich mache irgendetwas, dann gucke ich mir an, was die anderen tun und da bin ich aber nicht so richtig beteiligt. Das ist hier tatsächlich anders, weil man irgendwie sagt, hey, wenn du das tust, kann ich das tun, nicht? Wenn du mich dahin schickst, als Logistiker kann ich da vielleicht irgendetwas tun, was mir weiterhilft, mach das doch. Ach nee, besser ist es, wenn du die andere Person dahin schickst. Also es ist tatsächlich ein gemeinsames Spiel und am Ende gewinnen oder verlieren alle gemeinsam, nicht, was ja bei einem Softwareprojekt hoffentlich auch der Fall ist, dass eben am Ende entweder Software geliefert wird und alle gewonnen haben oder eben auch nicht. Und jeder hat eben eine bestimmte Rolle, jeder hat eine bestimmte Expertise, sei es über Wissen über das System oder eben technisches Wissen. Das bedeutet, Kommunikation ist essentiell. Und das ist eigentlich der Grund, weswegen ich glaube, dass das somit die beste Metapher ist, die man halt haben kann für Softwareentwicklung. Gut, führt mich zu dem nächsten Thema, die Sache mit den Entscheidungen. Wir haben das Problem, dass wir, wenn wir ein System haben, eben nie vollständige Informationen haben. Das ist aber jetzt nichts Neues, weil Anforderungen sind eben auch nicht vollständig. Also wer irgendwie versucht, Software zu entwickeln und sagt, ich kann nur das nur, wenn alle Informationen auf dem Tisch liegen, das wird halt wahrscheinlich nicht helfen. Wir können jetzt versuchen, mehr über das System herauszufinden,
Oder, aber das kann eben schwierig sein, oder es kann dann zu spät sein, oder es kann auch schlicht zu teuer sein. Ich muss also immer noch Entscheidungen treffen. Das führt dazu, dass ich irgendwie Mut haben muss. Also ich glaube, es ist irgendwie wichtig, sich hinzustellen und zu sagen, okay, mit dem Wissen, was wir jetzt haben, von dem wir wissen, dass es nicht vollständig ist, mit den Informationen, die wir jetzt eben zur Verfügung haben, entscheiden wir das hier. Und wir wissen, dass das potenziell falsch sein kann. So, und dazu muss ich eben sozusagen Mut haben. Und das kann eine Herausforderung sein. Ich würde halt sagen, nicht Softwarearchitektur bedeutet, dass ich Entscheidungen mache, und zwar andauernd ohne ausreichende Informationen. Das ist wahrscheinlich so der Kern des Spiels. Und nicht, also daran muss man sich gewöhnen und damit umgehen können. Manchmal werden Entscheidungen zu früh gefällt. Das heißt, also das war eigentlich genau die Story. Ich war Montag in einem Projekt, da ging es halt genau um Entscheidungsfindung und so ein paar strategische Dinge. Und eigentlich haben wir entschieden, und das fand ich ganz gut, dass wir eigentlich erstmal nichts entscheiden müssen. Also, weil im Moment gibt es dafür keinen Anlass. Wenn wir jetzt was entschieden, wäre das halt, hätte das dazu geführt, dass wir halt, also die Entscheidung müssen wir halt irgendwie ausgestalten, wir müssen halt schauen, ob die halt richtig ist. Das heißt, wir hätten halt an Dingen gearbeitet, die erstmal keinen Einfluss haben, mit zu wenig Informationen. Also konkret ist es so, dass jetzt jemand losläuft und etwas in dem Projekt macht und wenn da irgendwie ein Ergebnis bei rauskommt, dann haben wir halt mehr Informationen und das hilft uns halt. Deswegen ist irgendwie das Aufschieben dieser Entscheidung eine total gute Sache gewesen an der Stelle. Das heißt, die erste Frage ist, wann muss ich eigentlich eine Entscheidung treffen? Also wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, so machen wir das, aber da ist noch niemand, der so etwas, was ich dort gerade plane, so eine Art von Integration, die ich gerade plane, überhaupt machen muss, dann ist die Entscheidung über diese Integration erstmal egal. Die muss ich halt erst dann fertig haben, wenn das tatsächlich auf dem Tisch liegt. Und das geht weiter. Also das ist auch etwas aus einem Projekt. Da ging es halt darum, mit den Rechnung. Also wir müssen ja auch noch Rechnungen machen. Okay? Warum müssen wir das? Weil das müssen wir eigentlich erst dann machen, wenn wir halt Umsatz haben. Wir haben ein Abo-System. Nach dem ersten Monat werden wir halt den ersten Umsatz haben. Das heißt, wenn wir live gegangen sind mit dem System, haben wir immer noch einen Monat Zeit, das System überhaupt erstmal Rechnungen zu schreiben. Das können wir halt dann erst implementieren, wenn wir wollen. Und wir müssen halt irgendwie auch Bezahlungen, Buchhaltung oder sowas machen. Aber also ganz im Ernst, wenn wir das nicht auf die Reihe bekommen, dann lassen wir halt einen Steuerberater das tun oder vielleicht kriegen wir halt erst nach 2 Monaten die Rechnung raus, dann haben wir halt erstmal einen Umsatzausfall. Aber vielleicht ist es erstmal wichtiger, ein System zu haben, wofür Leute überhaupt bezahlen wollen, bevor wir den Rechnungen schicken können. Also das nützt mir halt nichts, wenn ich sage, da sind keine interessierten Benutzer, aber wenn es Benutzer gäbe, könnte ich halt schon Rechnungen schreiben und die sind halt auch irgendwie total super, nicht? Sehen also hübsch aus und haben halt andere Features. Das heißt, darum sollte ich mich halt eben erstmal nicht kümmern. Das ist auch wieder eine Geschichte, die halt möglicherweise Mut erfordert, nicht? Also wenn ich irgendwie nach einem Jahr immer noch keine Rechnung schreiben kann, kann ich wahrscheinlich sagen, okay, das war's jetzt, wir können halt den Laden dicht machen. Ich muss also sozusagen ein gewisses Vertrauen haben, dass sich das Problem an der Stelle, wo es sich wirklich darstellt, auch irgendwie lösen kann. Also Fragen, die man sich halt stellen sollte, was, wenn ich jetzt erstmal gar nichts tue? Was, wenn ich es halt zu spät entscheide? Bei dem Beispiel mit den Rechnungen bedeutet das, dass wir halt erstmal keinen Umsatz haben, was eben nur dann ein Problem ist, wenn ich überhaupt erstmal Kunden habe. Ich könnte manuell irgendwelche Rechnungen schreiben, was halt irgendwie okay ist. Also ich bin einige Zeit selbstständig gewesen, ich habe selber Rechnungen geschrieben, das kann man tatsächlich hinbekommen. Und das ist vielleicht erst dann ein Problem, wenn ich halt wirklich erfolgreich bin. Also nicht eine Rechnung, 10 Rechnungen, 100 Rechnungen, das kriegt man vielleicht noch manuell hin. 1000, 10.000 vielleicht eher nicht. Das heißt, sowas irgendwie skalierbar zu bauen, nicht, da war es wieder mit der Skalierbarkeit, ist vielleicht erst dann ein Thema, wenn ich wirklich erfolgreich bin. Die besten Entscheidungen sind also die Entscheidungen, die ich nicht mache oder noch nicht mache. Und das ist irgendwie auch so ein Problem, nicht? Also man muss eben wissen, wann man entscheiden muss. Und das, wenn ich das eben falsch hinbekomme, das ist ein bisschen das Risiko und da fängt das wieder an mit dem Mut, dann habe ich dort eine Herausforderung. Also, und die andere Sache ist auch, ja, eigentlich auch das ist eine Geschichte von Dienstag an der Stelle. Ich muss eben darauf vorbereitet sein, Entscheidungen, die ich gemacht habe, irgendwann zu revidieren. Also
Ich glaube, dass das eigentlich wichtiger ist, als halt die perfekte Entscheidung zu treffen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass halt die suboptimalen Architekturen, die ich halt sehe, dadurch entstanden sind, dass jemand irgendwann nicht nachgedacht hat. Sondern ich glaube, die sind dadurch entstanden, dass eben an der Stelle, wo sich die Fakten geändert haben, das nicht nachgezogen worden ist. Das bedeutet, es ist wichtiger zu sagen, okay, ich bin jetzt an der Situation, in der Stelle, wo ich irgendwie merke, dass irgendwas nicht mehr stimmt und ich will es ändern und es dann auch tatsächlich zu ändern und irgendwie den Anspruch zu haben, die perfekte Entscheidung von vornherein zu treffen, schwierig, glaube ich, geht nicht wirklich. Deswegen ist halt das mit den Revidieren wichtiger. Auch da wieder Mut, nicht? Also es das bedeutet, dass ich mich irgendwie hinstelle und sage, ja, die Entscheidung war damals vielleicht irgendwie ganz okay, jetzt ist ja eine doofe Entscheidung. So, kommt noch die Frage nach dem, kodieren eigentlich Architekten? So, und naja, also bei einem traditionellen Architekten ist das klar, selbstverständlich nicht, weil Architekten machen halt Architektur, brauchen wir nicht drüber zu reden. Und das ist etwas, was, glaube ich, eigentlich ein Teil dieses Phänomens ist mit dem Elfenbeinturm, dass ich irgendwie sage, okay, wenn die Leute eben nicht coden, dann kommt so eine Elfenbeinkultur auf. Aber das ist ja eigentlich gelöst. Also wir haben ja gesagt, dadurch, dass halt eine stärkere Kommunikation stattfindet und man sich nicht hinstellt und sagt, ich weiß das und deswegen machen wir das mal kurz so, was ja auch unangemessen ist an der Stelle, wo man sagt, dass man selber vielleicht nicht codiert, dann weiß man eben nicht unbedingt, wie der Code im Detail aussieht. Aber das haben wir ja gelöst durch die Kommunikation. Also, dass man von dieser Realität entfernt ist, das kann ich eben durch Kommunikation lösen. Ich würde jetzt bei einem modernen Architekten sagen, wir haben eigentlich das Problem, oder das ist sozusagen die Frage, die ich mir jetzt stelle. Also nehmen wir mal an, wir haben genügend Themen rund um Architektur, auch diese Moderation, die es halt da ja irgendwie braucht, dass das ein Fulltime-Job ist. Also sicher werden andere Leute auch noch Architekturentscheidungen treffen. Ich hatte ja gesagt, das ist eine Rolle, aber es ist irgendwie denkbar, dass wir sagen, wir haben halt eine Person und die macht das jetzt Fulltime. Das würde implizieren, dass diese Person keine Zeit mehr hat zu kodieren. Kann man natürlich sagen, okay, Architektur ist eine Rolle. Das heißt, wir könnten jetzt mehrere Architekten haben, die halt irgendwie kodieren und dann Kommunikationsoverhead. Oder wir haben einen Fulltime-Architekten. Und vielleicht ist sogar noch das wichtigere Thema die Perspektive. Also von einem Entwickler erwarte ich, die Perspektive auf den Code und dass das eben vernünftig funktioniert. Das Gesamtsystem, die Struktur verbirgt sich ja manchmal hinter dem Code und ich weiß nicht, ob man jetzt jemanden, der halt im Wesentlichen kodiert, eben jemand ist, der diese Struktur, also der hat Ahnung über die Struktur, der sollte auch Mitspracherecht haben, aber es gibt eben auch diese andere Perspektive eben über die Architektur und die Struktur, über die man diskutieren kann. Und ich finde, ist etwas, was fast in einem Blogpost gekommen ist. Ich habe es dann irgendwie rausgenommen, weil die Kollegen gesagt haben, das würde halt irgendwie zu komischen Diskussionen führen. Keine Ahnung. Ich habe es jetzt in die Präsentation getan. Also für mich ist eigentlich eine Metapher da, der Fußballtrainer. Fußballtrainer ist jemand, der halt der weiß, wie man Fußball spielt, aber es halt wahrscheinlich nicht mehr selbst tut. Es ist auch wahrscheinlich so, dass das nicht die Person ist, die sich selber einwechselt, um dann halt das entscheidende Tor zu schießen. Und da ist, also ich habe verstanden, dass es tatsächlich so ist, dass es so etwas gibt. Also ich habe offensichtlich zu wenig Ahnung von Fußball. Ich hatte das eigentlich ausgeschlossen, aber in Wirklichkeit gibt es sowas. Das ist also genau ein Hinweis darauf, dass es gut war, diese Metapher nicht unbedingt zu benutzen, weil es gibt dann eben genau diese Arten von Diskussionen. Aber so stelle ich mir eigentlich am Fußball Trainer vor und insbesondere jemand, der die Nationalmannschaft trainiert, wird halt wahrscheinlich hoffentlich so ticken. Und das ist eigentlich das, was ich mir jetzt von einem Softwarearchitekten auch vorstelle. Sollte jemand sein, der irgendwie weiß, wie man codet, weil sonst macht das irgendwie überhaupt gar keinen Sinn. Aber es ist nicht unbedingt notwendig, dass diese Person es halt tut. Insbesondere nicht, wenn ich halt sage, hör mal zu, das ist eine besonders schwierige Stelle, da brauchen wir jetzt besonders viel Coding. Expertise. Das ist halt etwas, was der Architekt sicher nicht selber machen muss. Und ich glaube, das ist eine Rolle, die man spielen kann. Also ich habe kein Problem mit kodierenden Architekten, aber ich will eigentlich eine Lanze dafür brechen, dass das nicht unbedingt notwendig ist und dass man eben auch anders mit diesem Elfenbeinturmproblem, was glaube ich eigentlich ein Kernproblem ist, umgehen kann. Ich würde also sagen, Architekten können coden oder eben auch nicht, ist eben eine Frage, wie man die Rolle spielt. Das, was halt zum Desaster führt, ist, wenn man den Anspruch hat, dass man
eben alle Sachen besser weiß und besser umsetzen kann. In der Zusammenfassung bedeutet das, dass für mich Softwarearchitektur eigentlich die Lösung technischer Probleme ist. Diese Sachen Qualitätsattribute, Qualitätsbaum, Qualitätsszenarien, das ist sehr hilfreich, um diese Probleme zu verstehen. Und die Lösung, die ich dabei anwende, ist sehr häufig eben gerade nicht traditionelle Architektur. Also wir haben das ja gesehen, wenn wir Architektur definieren als saubere Architektur, gute Struktur, sauberer Code, keines der Szenarien, die ich mitgebracht habe, ist dadurch irgendwie lösbar. Softwarearchitektur und Softwareentwicklung insgesamt ist für mich ein kollaboratives Spiel. So sollten wir es eben auch auffassen. Es ist etwas, wo unterschiedliche Leute unterschiedliche Perspektiven und Persönlichkeiten einbringen und man gemeinsam irgendwie gewinnen sollte. Wenn ich eine Entscheidung treffe, sollte ich mir überlegen, ob ich die Entscheidung vielleicht auch später treffen kann. Und ich muss wahrscheinlich Entscheidungen treffen mit unvollständigen Informationen. Wen es interessiert hat, hier ist eine E-Mail-Adresse, juk.ka2019@evolve.com. Da gibt es dann die Folien, die ganzen kostenlosen Bücher und Beispielkapitel aus den anderen Büchern. Das ist eine Amazon Lambda-Funktion und ein Microservice. Das bedeutet, also datenschutzrechtlicher Hinweis sozusagen, wer da eine E-Mail hinschickt, dass die E-Mail-Adresse landet für 14 Tage in einem Logfile bei Amazon und wer sich bei der E-Mail-Adresse vertippt, das landet dann bei mir in der Inbox und ich steuere das sozusagen manuell nach und schicke da manuell etwas raus. Die E-Mail, die da zurückkommt mit dem Link auf die Dropbox, wer darauf antwortet, das landet bei mir in der InnoQ-Inbox, das ist also noch eine Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu bleiben. Danke für die Aufmerksamkeit. Fragen. Ah, das andere. Danke. Fragen. Du hast eine Frage. Ja, also ist Softwarearchitektur eine Möglichkeit, um sozusagen dafür zu sorgen, dass man das gesamte System noch verstehen kann? Microservices, genau. Also ist Microservices ein Ansatz, um sozusagen die gesamte Architektur noch zu verstehen? Ich würde eigentlich eher das Gegenteil behaupten. Ich habe darüber auch mal, ich habe darüber auch mal einen Blogpost geschrieben. Ich bin der Meinung, also für mich bedeutet Microservices in gewisser Weise Folgendes. Ich will halt entkoppelte Module haben. Klassisch bedeutet Entkopplung, dass ich sage, ich habe ein Modul, ich ändere was in dem Modul, die anderen Module sind davon nicht sonderlich beeinflusst. Das ist klassische Entkopplung. Wenn ich Microservices-System habe, geht die Entkopplung meiner Ansicht nach über die Änderung hinaus. Ich kann eben auch Microservices getrennt deployen. Ich kann also entkoppelt deployen. Ich deploy mein Microservice, du kriegst nichts davon mit, weil ich den eben getrennt deployen kann von allen anderen Modulen. Ich schreibe ein Memory Leak, nur mein Microservice fällt aus, die anderen eben nicht. Ich habe also eine stärkere Entkopplung und das kann dazu führen, dass ich vielleicht unabhängiger arbeiten kann und auch weniger von den anderen Systemen verstehen muss. Das ist ja eigentlich das Heilsversprechen von Modularisierung. Ich möchte weniger von den anderen Modulen verstehen und ich glaube, dass durch diese stärkere Entkopplung das von Microservices stärker der Fall ist. Und das ist für mich eins der Kernmechanismen, die wir halt in Softwareentwicklung haben. Wenn wir Systeme bauen, die so groß sind, dass es eine Person nicht versteht, müssen wir alles dafür tun, dass wir möglichst wenig von allen anderen Dingen verstehen müssen. Also nicht, je weniger wir wissen müssen, je weniger wir Wissen brauchen, um das System weiterzuentwickeln, umso besser, weil wir dadurch größere Systeme bauen können. Und ich glaube, dass eben diese Entkopplung von Microservices da hilfreich ist. Da ist natürlich irgendwie ein Trade-off, nicht? Also wir brauchen dass eben zum Beispiel der Betrieb eines Microservices-Systems schwieriger ist. Darüber brauchen wir nicht zu reden, aber ich glaube eben, dass diese Entkopplung eigentlich das Wertversprechen zumindest ist. Naja, also für mich bedeutet das halt eine saubere Architektur, also eine, die im Zyklen frei ist und die
bei der auch die sonstigen Metriken halt nicht einem um die Ohren fliegen. Es gibt ein Buch darüber, ich muss gestehen, ich habe es nicht gelesen. Da wird das irgendwie noch im Detail diskutiert. Also das heißt eben tatsächlich Clean Architecture, aber das wäre jetzt meine Definition davon, was man darunter üblicherweise versteht, nicht? Also ein sauber strukturierter Abhängigkeitsgraph meiner verschiedenen Module wäre mein Definitionsversuch. Mag sein, dass es halt anderswo anders steht. Ja, genau. Also das ist für mich der Punkt. Du hast es genau richtig gesagt. Also die Frage war, ist eigentlich Architekt jemand, der in erster Linie Soft Skills hat? Das ist für mich tatsächlich eigentlich der Hauptpunkt. Und das ist eigentlich auch das, was für mich eben, nicht, also ich rede irgendwie die ganze Zeit, das ist halt im Wesentlichen mein Job. So, und ich glaube, dass, also nicht, deswegen ist das eben genau das, was ich darunter sozusagen subsumiere. Auf der anderen Seite gibt es natürlich irgendwie diese Themen rund um, wie baue ich sowas irgendwie sinnvoll auf. Also wir haben gerade eben gehört, nicht, ist, vielleicht ist es hilfreich, wenn ich weiß, was Microservices sind, weil das ein Architekturansatz ist, aber es gibt viele andere Architekturansätze. Ich sollte also solche Dinge halt verstehen. Und insbesondere, deswegen bin ich ja darauf eingegangen, ich finde halt diese Geschichte mit den Qualitätsattributen und den Qualitätsszenarien wird viel zu wenig betrachtet. Also es gibt eine Architekturarbeit, die eben tatsächlich technisch abrechenbare Dinge erzeugt, aber eigentlich ist ein wichtiger Teil eben genau diese Kommunikation und dafür zu sorgen, dass man eben das entsprechend organisiert. Und ich glaube, das ist, also wir hatten vorhin schon das Thema mit den Microservices, das ist, glaube ich, auch etwas, was wir durch die Microservices jetzt sehen, obwohl wir es eigentlich hätten früher sehen können, nämlich durch Domain-Driven Design zumindest, dass eben Organisation auch etwas ist, wodurch wir Architektur beeinflussen können. Also wenn wir halt definieren, wie Teams miteinander interagieren, nicht, du darfst dem anderen Team zum Beispiel irgendwie Stories geben, dann bedeutet das, dass wir damit auch eine Architekturentscheidung treffen. Also die werden halt eine Schnittstelle haben, diese beiden Teams, wenn der eine dem anderen Stories reinreichen kann. Und wir haben jetzt auch definiert, wie diese Schnittstelle weiterentwickelt wird. Wir haben also indirekt eine Softwarearchitekturentscheidung getroffen, weil wir eben gesagt haben, diese beiden Teams haben eine Schnittstelle. Diese Schnittstelle wird so weiterentwickelt, dass das eine Team dem anderen Team Stories gibt. Das heißt, es ist unter der Kontrolle des einen Teams, wie diese Schnittstelle weiterentwickelt wird. Also ist das eigentlich eine Architekturentscheidung, obwohl es eine organisatorische Entscheidung ist. Ja, genau. Nicht? Also da gibt es ja irgendwie das berühmte Gesetz von Conway, der hat eben gesagt, dass die Kommunikation in der Architektur, eben mit der Architektur letztendlich zusammenfällt. Nicht? Und das kann man sich auch vorstellen, wenn wir eine Schnittstelle haben, wird es eine Schnittstellenabstimmung geben und da hängen die Leute dran, die eben die Schnittstelle anbieten oder benutzen. So, und damit ist eben diese Architekturaussage auch eine Kommunikationsaussage. Gibt es einen To-Go-Ort, wo ich mich über Architekturen informiere? Twitter, Internet, Konferenzen, mit Leuten reden, solche Geschichten. Es gibt, das sind eigentlich so die Sachen, die ich da im Wesentlichen anstrebe und mache. Ich muss hinzufügen, also das hatte ich vorhin schon gesagt, ich finde das mit den Architekturtrends ein bisschen schwierig. Das ist auch im Moment, also nicht, es gibt eben den Architekturtrend von Microservices. Ich habe darüber auch Bücher geschrieben, ehrlich, also offensichtlich. Und nicht, ich finde, ich habe gerade eben auch gesagt, das ist halt total super, hat halt erhebliche Vorteile. Ich bin trotzdem genervt, wenn ich halt irgendwo hinkomme und halt das so läuft, dass halt gesagt wird, hey, also nicht, warum macht ihr Microservices? Ja, das macht man doch heute so, oder? Ich will halt, ich finde das halt mit den Trends ein bisschen schwierig. Ich möchte eigentlich am liebsten Leute haben, die mir halt sagen, wir haben das halt gemacht aus den Gründen. So, und wenn dabei halt irgendwie rauskommt, es wäre eine blöde Idee, dieses System mit Microservices zu machen, ist mir das halt deutlich lieber, als wenn jemand sagt, wir haben es mit Microservices gemacht, weil du hast dieses Buch geschrieben, muss ja was taugen. Nicht, also das finde ich halt an der Stelle schwieriger. Och, weiß ich, nein, glaube ich nicht. Also das würde ja bedeuten, dass wir eben da
sozusagen eine desaströse generelle Ausrichtung haben. Aber es ist etwas, was halt verführerisch ist, nicht? Also, und ich will mich selber davon ja auch irgendwie nicht ausnehmen. Also es gibt eben, man will irgendwie moderne Sachen machen. Das ist irgendwie klar. Ich habe vor kurzem diesen Tweet gemacht mit nicht, also warum werden wir Softwareentwickler? Weil wir Techniker sind. Wir wollen ja, also und das hier sagt irgendwie das Gegenteil, nicht? Wir wollen eigentlich, wir sollten nicht Technik um der Technik willen einsetzen, weil wir Technik total cool finden, sondern wir sollten es eben machen, um halt Probleme zu lösen. Und selbstverständlich ist es so, dass man als Techniker Schwierigkeiten haben wird, sich da halt an die Hand zu nehmen. Und da will ich mich selber auch gar nicht rausnehmen, nicht? Und also wenn man mir jetzt irgendwie sagt, mach mal eine Architektur, durch meinen Hintergrund habe ich halt sicher einen starken Bias dahin, eine Microservices-Architektur zu bauen. Ist halt klar, nicht? Also ist halt irgendwie logisch. So, und darüber muss man sich halt im Klaren sein. Und das ist ja auch das, was ich gesagt habe, man muss eben sozusagen andere Meinungen gelten lassen. Deswegen sage ich halt, also wenn jemand kommt und sagt, es wäre eine blöde Idee, eine Microservices-Architektur zu bauen, finde ich das halt erstmal hilfreich. Und dann kann man darüber diskutieren, ob das eben tatsächlich stimmt. Aber es ist eben auch etwas, was sozusagen gegen meinen persönlichen Bias dann an der Stelle hilft, möglicherweise. Mehr Fragen da vorne. Ja, genau. Also nicht die Aussage ist, wenn ich halt rein lösungsorientiert vorgehe, dass ich da möglicherweise den Anschluss verliere an die technologischen Entwicklungen. Das ist eine Gefahr. Ich muss gestehen, ich bin mir nicht sicher, wie viele Personen tatsächlich in diese Gefahr reinlaufen. Ich sehe eher das Entgegengesetzte, dass man eben sagt, okay, ich mache das jetzt, weil ich will das eben gerne machen, weil das eben die moderne Lösung ist. Und also ein Gegenmittel dagegen ist, sich halt bewusst mit neuen Technologien auseinanderzusetzen und es nicht unbedingt jetzt gleich in dem Projektkontext zu machen, nicht? Also ich habe deswegen, also das ist genau das, was irgendwie dieses Practical Microservices Buch irgendwie sagt. Hier ist ein Beispielprojekt, hier ist irgendwie ein Kafka, probier es mal aus. Schau es dir an, hier ist ein Kapitel, guck es dir irgendwie an. So, und dann hast du halt irgendwie die Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe irgendwie kapiert, das ist Kafka und ich kann jetzt irgendwie abwägen, ob das halt für mich sozusagen relevant ist. Also nicht, du hast halt recht, es ist etwas, ich muss auf dem technologischen Stand bleiben, aber ich glaube, über solche Geschichten kriegt man das halt irgendwie hin. So, und man kann jetzt auch argumentieren, das ist ja auch etwas, was zum Teil irgendwie diskutiert wird, dass ich halt durch Microservices beispielsweise eben sagen kann, okay, ich baue jetzt einen kleinen Microservice mit einer anderen Programmiersprache und probiere es mal aus und bringe es in Produktion mit relativ wenig Risiko, nicht? Also vielleicht muss man sich das halt irgendwo eingestehen, aber ich finde das auf jeden Fall, also ich finde es ja auch gut, wenn jemand sagt, das haben wir halt gemacht, weil wir wollten damit Erfahrungen sammeln, dann weiß ich zumindest, woran ich bin, dann habe ich nicht eine Diskussion mit, ja, wir müssen aber eine skalierbare Architektur machen, deswegen haben wir X gemacht. Also dann weiß ich zumindest, dass eben das Ziel ein anderes war an der Stelle. Und das ist ja auch fair. Gut, mehr dazu. Da ist noch ein. Ja, also die Frage ist, was mache ich, wenn ich halt sehe, dass das Team eine falsche Entscheidung trifft? So, und das ist tatsächlich eine von den extrem schwierigen Fragen, die sich halt in diesem Kontext ergibt. Wahrscheinlich irgendwie mit die schwierigste, weil eigentlich habe ich nur zwei Möglichkeiten. Also erstmal in diese Situation komme ich, glaube ich, an der Stelle, wo ich sage, ich bin der Softwarearchitekt. Also es wird, ich habe halt als Titel auf der Visitenkarte Softwarearchitekt stehen. Das heißt, indirekt ist es klar, dass mir irgendjemand gesagt hat, du hast eine technische Verantwortung, du bist technisch Senior. Das heißt, wenn es schief geht, trägst du mindestens einen größeren Anteil an der
Schuld ist irgendwie so ein komisches Wort, aber sagen wir an der Verantwortung für diesen Fehlschlag. So, und jetzt stehe ich halt irgendwie da und ich stelle halt fest, das Team fährt halt aus meiner Sicht absehbar gegen die Wand. Kann ja sein, dass ich mich täusche, aber für mich sieht es halt eindeutig so aus und ich kann das Team nicht überzeugen. Ich würde halt behaupten, es gibt hier zwei Handlungsoptionen. Die eine Handlungsoption ist, also das Erste, was ich machen muss, ist, es ist eine Geschichte sozusagen auch aus dem Beraterleben, ich muss dafür sorgen, dass meine Meinung und der Grund für meine Meinung klar kommuniziert ist. Also, ihr fahrt gerade gegen die Wand, aus diesen Gründen, das ist aus meiner Sicht ein Desaster, tut das nicht. Was habe ich gerade gesagt? Habt ihr verstanden? Super. So, dann sind wir halt erstmal einen Schritt weiter. Dann müssen wir, also nicht, dann ist es halt erstmal schon mal klar, dass es da kein Missverständnis gibt. So, und dann ist irgendwie, dann hat man eigentlich nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder man lässt eben das Projekt gegen die Wand fahren. Also es ist eine triviale Aussage, nicht? Ich kann jetzt zwei Dinge tun. Ich kann das Projekt gegen die Wand fahren lassen und das Team hat sozusagen, hat dann irgendwie seinen Willen durchgesetzt. Oder ich torpediere die Selbstorganisation, indem ich halt die Karte spiele mit, hey, ich bin der Softwarearchitekt, ich eskaliere jetzt. Und ihr habt keine Ahnung. Also das sage ich damit halt indirekt. Keine Ahnung. Ich würde das halt situativ entscheiden und ich glaube, also nicht beide Entscheidungsrichtungen haben desaströse Folgen. Also in dem einen Fall ist es eben so, dass ich diese Selbstorganisation und diese Geschichten, die ich da halt aufgebaut habe, eben zunichte mache. In dem anderen Fall, wenn ich tatsächlich recht habe, fährt das Projekt halt gegen die Wand. Kann ich. Und das ist der Grund, warum diese Frage nicht einfach ist, weil es keine einfache Antwort gibt. Also wenn ich das sozusagen so auf die Spitze getrieben habe, dann kann ich eigentlich nur eine von zwei blöden Möglichkeiten ergreifen. Damit sind wir eben wieder bei diesem Softwarearchitektur-Thema. Ich muss eben Entscheidungen treffen, ich muss eben dort mutig sein und ich muss mich da halt irgendwie drum kümmern. Das bedeutet eben, ich muss vorher sicherstellen, dass eben das Missverständnis ausgeschlossen ist, dass also tatsächlich klar ist, meine Position ist so und ist eben begründet so und wir haben sie eben gemeinsam nochmal überprüft und ich bleibe bei meiner Wahrnehmung und das Team bleibt bei deren Wahrnehmung von dem Team. Dann kann ich eben nur diese beiden Optionen ergreifen. Ich sehe keine dritte. So. Und damit ist es halt so. Das ist eine Frage. Also was mache ich, wenn ich eine falsche Entscheidung getroffen habe? Also du kannst es dann nur kommunizieren und halt anschließend revidieren. Und also was für mich halt eine wichtige Sache dabei ist, ich finde es wichtig, also für mich ist wichtig bei solchen Architekturdiskussionen und bei diesen Geschichten, oft ist es halt so, dass du halt in einer suboptimalen Situation bist. Für mich ist es verhältnismäßig irrelevant, wie man da hingekommen ist. Ich würde fast die Diskussion nicht führen, weil, was nützt dir das? Also du findest halt raus, irgendjemand ist schuld. Super. Dann ist irgendwie die Person frustriert und das hilft irgendwie nichts. Abgesehen davon ist es halt wahrscheinlich eher so, dass halt irgendetwas schiefgelaufen ist und irgendwie sowas wie Schuld da irgendwie auszugraben, hilft halt niemandem weiter. Das heißt, ich versuche möglichst solche Diskussionen, wenn ich halt merke, dass es eigentlich darum geht, irgendwie zu sagen, ja, damals haben wir das halt irgendwie so entschieden und aus diesen Gründen und so weiter. Ich habe irgendwie das Gefühl, das hilft mir jetzt nicht weiter. Ich möchte die jetzige Situation verstehen und ich möchte sehen, wie wir da rauskommen. Und es interessiert mich relativ wenig, wie wir da hingekommen sind. Also es interessiert mich höchstens, um auszuschließen, dass wir dort ein grundlegendes Problem haben, das wir noch lösen müssen. So, und deswegen würde ich solche Diskussionen eigentlich nicht ernsthaft führen, sondern eben da mich darauf fokussieren, herauszufinden, wie ich halt irgendwie besser werde und halt da rauskomme. So, und nicht, also wer halt länger im Geschäft ist, viele von den Architekturen, viele von den Entscheidungen sind halt irgendwie suboptimal. Das ist halt etwas, was allgemeingültig ist. Da macht es irgendwie wenig Sinn, sich darüber zu unterhalten, warum das irgendwie so ist. Ich möchte die Situation verstehen und ich möchte sehen, was die nächsten Schritte sind. Ich möchte nicht unbedingt verstehen, wie wir da hingekommen sind, weil das eher eine nicht produktive Diskussion ist. Gut, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich bin noch eine Weile hier, also wer noch Fragen hat, sehr gerne und vielleicht sieht man sich hier oder zu einem anderen Anlass nochmal wieder. Vielen Dank. Applaus